Und wir wollen doch alle mal so ein kleines Gorilla-Baby sehen. Up and down, up and down. Oh, weißt du was, ich reiß halt jetzt einfach ab, komm. So, bestätigen. Ach du Scheiße, das war ein riesiges Symbol, oder? Das ist echt ein riesiges. Ne, dann machen wir mal weg. Kein Symbol. Kein Symbol? Kann ich das mal einstellen, kein Symbol. Stimmt. Immer ein Punkt, scheiß drauf. Ich meine, ich weiß nicht, ob das so geht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat jetzt erstmal der Nebel aufgehört. Das ist gut. Kann es sein, dass wir ein bisschen wenig Strom produzieren. Okay, ich weiß Bescheid. Mhm. Ich sag, ich frümmel da jetzt einfach mal was zusammen. Das wird schon irgendwie funktionieren, glaube ich. So. Wasser kommt doch hier an, ne? Okay. Ja. Ist Wasser, ja. Ja. Ach, Ahnung. Da kommt schon Wasser an. Ich glaube, eine Wasserpumpe reicht für 12 von den Dingern. Das wären 24 hiervon. Ich weiß nur nicht, ob das mit dem Dampf ausreicht. Da muss ich mir mal Gedanken zu machen. Aber durch diese ständigen Unterbrechungen, weil Gorilla nie Bock hat, mit mir zu spielen, ja, werden wir ja auch nicht fertig, ne? Nee, so ist mein Plan. Ja. Oh, was haben wir noch? Ja, haben wir irgendwie eine Gleisproduktion, wo Gleise sind? Also bei mir in meinem Experimentierkasten, ne? Ah, okay. Da liegen Gleise rum. Wir könnten natürlich, wenn du wirklich großen Bedarf hast, können wir ja auch wieder anschmeißen und die Gleise sozusagen produzieren lassen. Das geht. Ja, also wenn du die Karte aufmachst, siehst du unten rechts ein mit 28 Millionen Erzen Kupfererzfeld. Ja. Da will ich anzapfen. Und halt zu mir nach oben bringen, wo mein Kupfer steht. Also nicht genau dahin, aber in die Richtung. Vielleicht kombiniere ich sogar am Fahren beiden Kupferfeldern vorbei, die da unten sind. Wenn ich komplett eskaliere. Kannst du ja machen, wie du das für richtig hältst. Du bist da ja völlig frei. Ja. So, ich habe jetzt mal, weiß ich nicht, was ist das hier? Kann ich das nochmal in die Schnellleiste unten legen? So, das müsste ja eigentlich funktionieren, ne? Leise. Das sollten erstmal genügend sein. Ich glaube, ich mache das aber wie du, nur einen Strich nach oben. Und dann können die sich das teilen. Also das andere macht ja keinen Sinn. Und dann nehme ich lieber ein Fahrzeug, weil ich Angst habe, dass ich da unten gleich richtig Stress habe. So sieht das auch gut aus. Jetzt haben die ja alle Stroh. Außer Reichweite. Wenn ich jetzt hier sage, du sollst aus Kernbrennstoff Gedöns machen. Dann ist das ja richtig, ne? Dann müsste ja der verbrauchte Brennstoff wird ja hier abgelegt. Da rein und dann geht er hier drauf. Das ist richtig, ne? So, die müssten ja jetzt abgreifen. Tun sie auch sehr zart. Machen die Dinger voll. Die Temperatur geht hoch. Ich gehe mal ganz kurz nach oben, weil ich habe noch so viel von den Dingern hier. Naja, ich sehe dich auch gerade da oben. Alles klar. Gerade mit meinem Panzer an dir vorbei. Ah ja. Gefährlich bei uns hier lang zu fahren. Mhm. Also wirklich alles gut ineinander greift bei der Bauart.
nennen wir es mal, gut ineinander greifend. Boah, ist ja schon wieder voll. Ich? Bin ich ja voll. Ich habe auch nicht getrunken. Doch. Das riecht bis hier. Im Prinzip kann ich hier schon wieder runter tuckern. Das dürfte ja, wenn das alles funktioniert, schnell über die Gleise hier, dann dürfte das ja ganz gut funktionieren, ne? 400 Grad, 500 Grad, 500 Grad. Wie viel Grad muss es haben? 1000. Ah, okay, ich dachte, es muss runtergekühlt werden, dachte ich irgendwas. So, die erste Turbine springen an. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los hier. Ich fahr mal eben mit dem Panzer noch eine Runde hier drunter. Nicht, dass wir gleich direkt Besuch haben. Das wäre mir auch ein bisschen zu anstrengend. Ja, nö. Ja, was meint ihr? Hat geklappt, ne? Ach, der braucht 5 Uranelemente, um ein so ein Ding herzustellen. Das kann ja noch dauern. Ich bräuchte weniger. Was? Uran. Auch weniger Uran, so zum Überleben. Ja. Ich kann ja mal versuchen, was zu organisieren. Haben wir eine Uranparty? Ja. Nicht zu verwechseln mit der Urinparty. Ich wusste, dass dieser bescheuerte Witz kommen wird. Ich wusste es. Es war so sicher, dass das kommt. Danke. Bitte. War klar. Es musste wieder in Fäkalien und in AA. Das ist Affe, weißt du? Affe muss mit Kot werfen. Das geht nicht anders. Gut, diesmal mit Urin. Aber es geht nicht anders. Glaubt mir, das ist genetisch bedingt bei denen. So. Brauchen wir Rohre? Nee, ne? Ich habe keinen Platz für Rohre. Ach, weiß ich. Lass die einfach mal im Inventar. Komm, das kann ja nicht schlimm sein. Was mache ich denn mit dem Holz jetzt? Ich habe ein richtig süßes kleines Nest platt gemacht, wirklich. Ja, schön. Super. Hast du den Demokratie gebracht, ja? Platt gemacht halt, ja, ja. Ja. Ich hab mal gezeigt, wo der. Ja. Wo der Affe die Locken hat. Richtig. So, ja, was möchtest du denn jetzt von mir? Komm, ich habe jetzt mal Zeit. Soll ich mich jetzt mal um dein Problem kümmern, oder was? Ja. Wirklich? Soll ich das jetzt machen, oder was? Wenn du sagst, du hast Zeit und kannst mir helfen, natürlich sage ich ja. Denkst du denn? Nee, bitte lass mich hier verzweifeln sterben. So, das hört sich jetzt wieder richtig an. Da bin ich bei. Also, ich frage mich wirklich, ja, wie du das als Single-Projekt gemacht und gemeistert hast. Also, das ist für mich wirklich, also wir sind zu zweit und ich verzweifle. Und du nimmst mir ja schon ein bisschen was ab. Sagen wir mal ein bisschen. Gut, dann habe ich meinen Job falsch verstanden, weil normalerweise wollte ich dir Steine in den Weg legen. Weißt du, das alles verkomplizieren und so. Das ist okay. Das würdest du vielleicht auch erklären. Das ist doch mal ein kleines Nest. Sweet. Das vor allem bringt der um, ne? Was ist das denn hier? Ist da drauf? Das sieht doch aus wie Gorilla. Nee, was ist das? Das ist doch Plastik hier, oder nicht? Ist das Plaste? Hat der hier ein riesiges Band Plastik mitten durch die Wüste gebaut? Kann das sein? Ja. Was soll denn die ganze Plastik hier? Oh, ich. Ja, klar. Ich brauche sogar noch mehr davon. Also das ist ja schon berechtigt. Nein. Aber dann nimmt ihr auch kein Handy hier. Das wird nie reichen, ne? Also aktuell reicht es. Ja, du produzierst ja auch noch keinen dran. Na gut.
Wir wachsen damit. Mhm. Zumindest ich. Mhm. Weißt du, was ich glaube? Dass hier unten noch so nahezu gar keine Aliens sind, weil ja, die Verschmutzung noch gar nicht ist. So nämlich, das könnte sein. Oder? Möglich. Blasen wir alles nach Norden? Das war jetzt einfach so eine Idee von mir. Ja, die ist nicht abwegig. Hier sind die Nester echt so klein. Die mache ich hier ganz entspannt. Aber lieber jetzt eben in klein wegmachen, als später in gigantisch. Hatten wir eigentlich schon mal unten links bei dir einen Angriff? Nee, ne? Dann würde das die Theorie ja wirklich unterstützen. Ja. Unten links hatten wir bei dir noch keinen Angriff. Okay, das Nest hier ist ein bisschen größer. Ist gar nicht so klein. Du hast aber auch nichts berechnet, ne? Das kann ich so doch schon mal sagen, oder? Ja, auch an sich müsste das alles gut aufgehen. Und du sollst mir nicht da oben helfen, du sollst mir Erze besorgen. Ich sag, hilf mir, besorg mir Erze. Keine Ahnung, was du dann machst. Guck mir den Kack hier an. Das ist aber keine Hilfe. Doch. So, wir optimieren das jetzt mal, der Hasenzahn. Wo willst du denn hier was hinstellen jetzt? Fussel, baue mir Erze ab oder nerv mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich irgendwas hinbauen soll. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich mache das nach Gefühl, wie ich glaube, dass es dann richtig ist. Ja, ich hätte es mit dir zusammen gemacht, aber wenn du nur Erze haben willst, dann schmeiße ich dir die Erze irgendwo hin. Du sagst mir bitte, wo du den Abladebahnhof haben möchtest. Und dann neben die Prozessoreinheit links daneben würde ich, weil es relativ simpel ist, die Leichtbaumteile hinpacken. Und weil es dann super kompliziert wird, irgendwie da drunter auf einem großen Feld die im inneren freies Feld. Darunter dann die Flugrobotergestelle. So, warte mal. Was brauche ich denn? Er sprach von Erzen, das heißt, wir brauchen Erzförderer. Dafür brauche ich allen voran Eisen. Eisen. Ah, davon haben wir ja Gott sei Dank ein bisschen was. Ich habe auch keine Erzförderer. So. Und elektronische Schaltkreise. Davon habe ich jüngst mal irgendwo welche gesehen. Da waren mal so 2, 3. Oder wurde ich ja weggejagt? So, hier wird Kupfer hergestellt. Hier sind irgendwelche Schaltkreise. Wir werden wir ja wahrscheinlich erstmal noch nicht brauchen, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt dann irgendwann doch mehr benötigt wird. Aber aktuell ja noch nicht. Oh, Öl kann ich. Ich habe keine Pläne. Weil hier sind nochmal zwei Ölfelder hier unten. Aber okay, wir haben eh schon genug. Mit einem Feld sind wir ja schon hardcore gut bedient. Das kann sein. Mal gucken. Guck mal, wir haben sogar noch ein kleines Kohlefeld. Damit könnten. Nein, das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Kurz wilde Gedanken gehabt, aber. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Hier hinten nochmal die Ecke. Ah, da sind auch nochmal Gegner zu finden. Oh, ein größeres Nest dies. Uiuiui, da gehe ich lieber nicht hin.
Nee, da gehe ich mal nicht hin. Dann machen wir vielleicht später mal zusammen. Also wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass es hier ist, dann lässt. Mhm. In diesem Hauptmenü konnte ich gerade auch noch sehen, wie muss hier ganz vorsichtig fahren, nicht, dass ich hier gleich aus Versehen in die reinfahre. Ja, das wollen wir nicht. Nee. Da konnte ich auch sehen, wie so ein Spider-Tron über Wasser gegangen ist, aber über so verschiedene kleine Inseln, weißt du? Ja, der Spider-Tron. Den wollen wir haben. Wird super. Ich glaube, damit werden wir mal richtig abräumen. Dann werden wir die Demokratie derart ins Land bringen, du. Jetzt halten sie die Demokratie noch für ein Gerücht, aber spätestens dann. Mhm. Dann wissen sie es purer Ernst hier. So, Munition haben wir ja ein bisschen, ne? Zum Glück. No. Wie groß auch die Karte ist und wie wenig wir da bis jetzt erforscht haben, ne? Die Karte ist... Ja, ich glaube nicht ganz wirklich unendlich, aber sie ist groß. Große Karte. Sehr große Karte. Kann das sein, dass du Gleise hast? Ja, 2100. Okay. Ich dachte, ich sollte dir Gleise bauen. Kann ich dir nicht drauf antworten. Geht nicht. Nicht. Waren 8, nee, 20, 20. Wieso will ich eigentlich in der Lok immer 8 geben? Weiß auch keiner so genau, ne? Am Stahl, würde ich behaupten. Kann er jetzt theoretisch einfach hier hochbauen, ne? Das müsste doch funktionieren. Also ein Gleis. Theoretisch ja. Ich weiß allerdings nicht, was du machst, weil ich bereite gerade alles vor. Ich würde jetzt einfach schon mal das Gleis hochbauen, also das, was ich jetzt schon mal machen kann. Also einfach nur ein Gleis nach oben, da hoch. Ist ja nur gerade hoch. Das ist ja Pfeil. Mhm. Das würde ich jetzt einfach schon mal machen. Grün, rot. So, wir brauchen davon ganz viel. Ich hoffe, das Spiel kommt noch hinterher. Hier wird nämlich gerade produziert in meiner Tasche. Ich finde das auch sehr interessant, was meine Tasche so alles produzieren kann. Ne? Das mit den roten Lichtern an den Sammelgeräten, das finde ich cool. Ich habe nämlich gerade schon wieder zwei gesehen, die können nicht mehr, die sind leer. Mhm. Konnte ich die abreißen? Das ist gut. Mhm. Warte mal, kann ich jetzt von hier nochmal so eine Ladestelle kopieren? Geht das? Wahrscheinlich ja. Ne? Bestimmt. So. Kopieren. So.
Zack. Ja, geht. Weißt du, ob ich sowas Kopiertes jetzt auch drehen kann?